Hallo Menschen und grüß euch. Heute wieder unterwegs in Grimdawn. Wir werden uns heute unseren Purifier ein bisschen im Detail anschauen. Also Purifier ist eine Klassenmischung aus Demolitionist und Inquisitor. Beide haben als Hauptelement Feuer, also beim Schaden Feuer und etwas Lightning. Der Inquisitor hat ein bisschen Eisschaden dabei, also Cold Damage. Und wir sind unterwegs mit zwei Einhandwaffen. Piu, piu, piu. Und eben unser Haupt. Wir machen unseren Hauptschaden mit Feuer. Wir haben. Wo haben wir denn hier? Wir haben Feuerdamage von 141 zu 377, also Basisschaden, plus einen Modifier von fast 500%. Bei Physik und Cunning schaue ich, dass wir ungefähr gleich sind. Vielleicht ein bisschen mehr Physik als wie Cunning. Also Physik ist dafür da für unsere Lebenspunkte, für unsere Lebensregeneration und dass wir weniger kritische Treffer bekommen. Und Cunning ist so ungefähr das Gegenteil. Also Cunning ist das Attribut, wo wir Schaden machen, wo wir mehr kritische Treffer austeilen. Und wir brauchen auch für Einheitwaffen brauchen wir auch meistens ein Required Cunning, also so viel Cunning brauchen wir, um gewisse Einhandwaffen überhaupt tragen zu können. Spirit level ich eigentlich generell nicht mit. Spirit bekommen wir durch unsere Mastery. Da bekommen wir immer ein paar Spirit-Punkte. Und auf unsere Ausrüstung ist auch hin und wieder ein bisschen Spirit oben. Das reicht im Normalfall. Wir brauchen nicht so viel Energie. Und im Normalfall funktioniert das. Sollten wir zu wenig haben, können wir immer ein paar Punkte investieren. Und dann schauen wir uns mal unsere Items an. Hier unser neues Baby. Das habe ich vor ein paar Tagen gefunden. Der Oathbreaker. Eine richtig coole Epic One-Handed. Und wir haben hier Fire Damage, ein bisschen Chaos Damage, Prozent Fire Damage. Dann ein bisschen Chaos Damage in Prozent. Attack Speed ist richtig cool. Und 2 zu Brimstone. Brimstone ist ein Skill von Firestrike, also ein erweiterter Skill. Der kommt erst da. Den haben wir noch nicht freigeschaltet. Dann müssen wir bei der Meisterschaft bis Level 50 gehen. So, dann als in der Offhand haben wir die Raiders Howard of Fervor. Wir sind hier. Was haben wir denn hier? Die hat eigentlich im Prinzip nichts Besonderes. Ein bisschen physischen Schaden, der uns eigentlich eher nicht betrifft, da wir eigentlich nur Feuerschaden machen. Der 196 Health ist recht praktisch und 7% Attack Speed. Wir haben beide Waffen ausgestattet mit dem Devil Touched Armor. Das ist unser Rare Component. Das gibt Feuerschaden, 9% Chance auf 30% auf allen Schaden, nochmal 30% Feuerschaden, 30% Chaos Schaden und 10% physischer Schaden wird in Feuer umgewandelt. Die Devil Touched Armor gibt uns einen Skill, das ist der Demon's Breath. Den haben wir gar nicht ausgerüstet, okay, eigentlich auch kein Problem. Der Skill ist eigentlich eh nicht so besonders. So, dann gehen wir zu den Ringen. Unser erster Ring ist eigentlich relativ unspektakulär. Also Ringe, da sind wir noch relativ schwach besetzt. Das ist eigentlich nur 3% zu allen Schaden. 18 Cunning und 7% Cunning. Attack Speed ist ganz nice. Und Component haben wir oben den Corpse Dust. Da bekommen wir nochmal 3% Health. 18% Health Regeneration. Und 6% Vitalitätsresistenz. Wir haben hier schon das erste Augment um, da wir bei unserer ersten Fraktion, also Devil's Crossing, wo wir starten, sind wir schon eine Stufe höher. Und da haben wir dann 25 Pierce Damage, 25 Bleeding Damage und 20 Offensibility. Also die Stats selber helfen uns jetzt nicht dramatisch, aber da wir diese Augment schon freigeschaltet haben, sehe ich hier keinen Grund, wieso wir die nicht benutzen sollen. Unser zweiter Ring ist auch nicht viel besser als wie unser erster. Wir haben hier Bleeding Damage, 6% Spirit. Der Attack Speed ist natürlich wieder nice.
und 14% Piercing-Resistenz. Wie gesagt, die Stats helfen uns jetzt noch nicht wirklich weiter. Wir suchen hier eher Health oder Feuerschaden. Attack Speed ist wirklich cool. Wir haben hier auch wieder den Corpse Dust oben mit 3% Health, Increased Health Regeneration und Vitally Resistance. Und eben auch dieses Bone Back Spine Augment aus Devil's Crossing. Unser Amulett ist eigentlich schon ganz okay. Wir haben hier 20% Elemental Damage, dazu zählt auch Feuer. 22% Burn Damage. Das ist, jedes Mal, wenn wir einen Gegner mit Feuer angreifen, hat er eine Chance, durch diesen Feuerschaden in Brand, also wir stecken ihn dadurch in Brand. Und dieser Brandschaden, also dieser Burn Damage, der, wenn wir den erhöhen, nimmt er natürlich dann Schaden über Zeit. Und wir können auch noch diese Burn, also die Burn-Dauer, dass er länger brennt, können wir auch noch erhöhen. Das ist alles, für unseren Feuerschaden ist das echt ziemlich nice. Dann haben wir den Frostburn Damage, das ist dasselbe mit Eis. Also wenn man einen Gegner eineist, dann nimmt er so Frostbrandschaden sozusagen. Dann ein wirklich cooler Stat ist 5% of Attack Damage converted to Health. Also ein bisschen, wir bekommen mit jedem Angriff ein bisschen Energie zurück, das ist immer, also beziehungsweise Health zurück. Und dann haben wir noch 1,2 Punkte Energie regenerated per second, das ist auch immer nice. Und Elemental Resistances sind zum Beispiel, also wenn man hier so ein Stat hat mit Elementarresistenzen, dann bedeutet das Feuer und Eis, also Feuer und gefrorenes Wasser. So, dann gehen wir auf die Schultern. Schultern sind auch nicht allzu spektakulär. Wir haben hier 16% Elementarschaden, das ist wieder unser Feuer. 5% Health ist immer nice. Elementarresistenzen, wie gesagt, Feuer und Eis. Und Piercing Retaliation. Wir haben ja das Component um Anti-Venom Salve. Das gibt uns nochmal 5 Health Regeneration pro Sekunde. 24 Armor und 20 Poison und Acid Resistance. Das ist das hier, Poison und Acid. Also Giftschaden. Dann haben wir die Armschienen. Die sind ziemlich nice. Da haben wir 68% Elementarschaden. Das macht schon einen ziemlich Haufen von unserem Feuer-Modifier aus. Das sind 68%. 4% Spirit. 5% Attack Speed. Casting Speed brauchen wir eher nicht so. Wir haben jetzt nicht so viele Spells. Wieder 10% Elementarresistenzen. 2 zu Word of Pain. Das ist ein Skill vom Inquisitor. Den haben wir nicht drin. Das plus 2 zu Word of Pain zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einen Punkt verteilen, haben wir dann gleichzeitig 3. Denn eben wir bekommen diese plus 2 dazu. Aber Word of Pain finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Und dann lassen wir es. Dann haben wir die Stiefel, auch nichts Besonderes. Wir haben hier 243 Health oben. Das ist gut. Wir brauchen viel Health. Je mehr, desto besser. 5% Cunning ist auch spitze. Defense Ability ist auch. Wir haben Increased Armor bei 4%. Armor ist natürlich auch immer spitze für unsere Defense. Und Bleeding Resistance. Das ist hier Bleeding. Alles klar, dann gehen wir zum Medaillon. Das ist 12% auf allen Schaden. Also diese 12% zählen auf physischen Schaden, Elementarschaden, also jegliche Art von Schaden. Dann haben wir nochmal 5% physischen Schaden, das uns ein bisschen hilft, da wir, wo haben wir es denn? Wo hatten wir das? Wir hatten hier irgendwo, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, wo wir, hier haben wir es. Genau, auf der Devil Touched Armor. 10% von physischen Schaden wird in Feuer umgewandelt. Also jeglichen physischen Schaden, den wir machen, der wird automatisch in Feuerschaden umgewandelt. Was weiter? Noch ein bisschen Chaos-Schaden. Das machen wir eher nicht so wirklich. Hier ist nochmal 18 Spiritum, was immer nice ist. Health ist natürlich immer gut. Offense Ability und Piercing Resistance. Das gibt uns einen passiven Skill, Survival Instinct. Der hat eine Chance, eine 33%ige Chance, sich zu aktivieren, wenn wir
wenn wir kritisch getroffen werden, da bekommen wir 50% Movement Speed und 33% reduzierte Stun Duration, 33% reduzierte Freeze Duration und so weiter und so weiter. Also das, wenn sich das aktiviert und wir gerade ein bisschen in der Scheiße sind, dann hilft uns das eigentlich relativ gut. Wir haben hier das Component oben, Attuned Lodestone. Der gibt uns 8% auf allen Schaden, 15% Crit-Schaden, ist natürlich immer nice. 20% Lightning Damage und 20% Electrocute Damage. Und nochmal 1 bis 154 Lightning Retaliation. Der gibt uns, also dieses Attuned Lodestone Component gibt uns wieder einen passiven Skill, das heißt Static Charge. Der hat eine 20%ige Chance, sich zu aktivieren, wenn wir im Nahkampf getroffen werden. Und da stoßen wir sozusagen eine elektrische Ladung aus und also da können dann Gegner, die bei uns in der Nähe sind, getroffen werden. Ist jetzt nicht allzu spektakulär, aber es ist ein Passiv-Skill. Wir brauchen hier keinen aktiven Skill dafür. Also wir müssen das nicht extra drücken, das aktiviert sich einfach. Und so eine Sachen sind eigentlich immer relativ praktisch. Auch wenn es jetzt nicht allzu viel bringt, aber unser Gürtel hat Feuerschaden, also Chaos-Schaden, Offense Ability und Bleeding Resistance. Also ziemlich Standard, jetzt nichts Spektakuläres. Dieser Gürtel alleine gibt uns einen Skill, der heißt Chaos Bolt. Hat eine 5%ige Chance, sich zu aktivieren, wenn wir angreifen. Und wir stoßen hier so eine chaotische Energie aus. Ich habe das jetzt noch nie gesehen oder so, weil 5% sind ziemlich niedrig. Aber es ist eine passive Fähigkeit, die kann sich aktivieren und mehr Damage ist natürlich immer nice. Wir haben hier ein Component oben, Spined Carapace. Das gibt uns nochmal zusätzlich Armor, Piercing Retaliation und plus 12% auf alle Retaliation Damages. So, dann haben wir noch unser Relikt. Also dieses Item können wir nur mit dem Schmied herstellen. Das droppt nicht. Wir haben hier drauf 25 Fire Damage, 62% Burn Damage, also der Brennschaden. Nochmal 15 Spirit, 1,5 Punkte Energieregeneration pro Sekunde. Feuerresistenz ist immer cool. Und Lightning Resistance. Und dieses Item gibt uns 1 zu jedem Skill in unserer Demolitionist-Meisterschaft. Also ich bräuchte hier zum Beispiel nur einen Punkt hier verteilen, haben wir schon einen zweiten. Einen Punkt hier verteilen, haben wir schon einen zweiten. Und das gibt zu jedem unseren aktiven Fähigkeiten, die wir schon aktiviert haben, jeweils einen Skill dazu. Also hier bei Firestrike waren wir zum Beispiel voll 12 von 12. Und durch diese plus 1 haben wir jetzt 13 von 12. Also wir können später kommen dann noch so Set-Items, wo es nochmal 1 oder plus 2 auf jeden Skill in der Meisterschaft gibt. Wir können hier eigentlich, also theoretisch könnten wir hier unendlich nach hoch gehen. Also wir müssen mit unseren Punkten können wir nur bis zum Maximalen, also 12 von 12. Und durch Items und andere Sachen können wir diese erhöhen. Also wir könnten hier zum Beispiel von 16 bis 16 von 12, 17 von 12, 18 von 12. Und natürlich mit jedem Punkt dazu erhöhen sich natürlich die Stats, diese Skills. So, was fehlt uns jetzt noch? Wir haben noch eine relativ unspektakuläre Hose. Die ist sogar noch Level 15, also wir müssen unbedingt dringend eine neue Hose finden. Also ziemlich straightforward. Wir haben ein bisschen Physik oben, ein bisschen Cunning, ein bisschen Spirit, Lightning Resistance und Poison Resistance. Dann haben wir ein Rare Component, Ancient Armor Plate. Das gibt uns nochmal 18 Physik, 33 Armor und Armor Increase bei 8%. So, dann noch den Brustpanzer. Wir haben hier plus 6% Schaden gegen Untote, dann 29 Physik, 27 Cunning und 13 Spirit. 4% Health, das ist immer nice. Energieregeneration ist auch tipptopp. 13% Vitalitätsresistance und 20% Reduction in Life Leech Duration. Also sollten wir einen Gegner haben oder einen Hero Mob, der bei uns Life Leecht, kann der das 20%
kürzer machen. Also die Duration. Hier haben wir wieder das Ancient Armor Play-Doh mit Physik, Armor und Prozent Armor. So, jetzt glaube ich, fehlt noch unser Helm, also unser Kopf-Item. Das ist auch ziemlich cool, habe ich auch erst vor kurzem gefunden. Schaut auch ziemlich nice aus, so eine Inquisitor-Maske sozusagen. Ah, das gibt uns 19% Piercing Damage, haben wir eher nicht so. Dann 21 Cunning, 3% Attack Speed, Casting Speed. Dann haben wir 7% Chance, Projektilen auszuweichen, also falls Gegner auf uns schießen und mit Pfeilen und Waffen. Dann haben wir noch die Chance, 2 Sekunden auf Confused Retaliation und 2 zu Deadly Aim. Deadly Aim ist eine Inquisitor-Fähigkeit, die haben wir hier. Die gibt uns 55% zu jeglichen Schaden, 16% Crit-Schaden und 14% Offense-Ability. Die aktiviert sich zu 100%, sollten wir einen kritischen Treffer landen beim Gegner. Und die dauert 5 Sekunden an und gibt uns eben in diese 5 Sekunden noch einen ziemlichen Damage-Boost. So, fehlt uns hier noch was. Dieser Helm, also die Mask of Delirium, gibt uns noch einen Skill, einen aktiven Skill. Madness heißt der. Und das sind, wenn zum Beispiel, wenn einige Gegner in unmittelbarer Nähe sind, also in Melee-Range, dann drücke ich diese Madness und die werden dann so Art confused und laufen dann in Richtungen weg. Und also sollten wir da ziemlich viel Damage nehmen und uns mal kurz befreien müssen, dann ist dieser Skill eigentlich immer relativ cool. Dann haben wir noch ein Component Dome, den Runestone. Gibt uns nochmal 10% Elementarschaden, also eben unser Feuer. 18% Armor, 12% Aether Resistance und 12% Elementarresistenz. So, jetzt wollte ich euch kurz noch was zeigen zu dem hier. Also Conflagration, unser Relikt. Das gibt uns einen Granted Skill, das heißt Conflagration. Das ist ein absolut krasser Feuer, so eine Art Feuerstrahl. Der frisst unsere Energie extrem, aber macht extrem viel Schaden. Ich zeige euch das mal kurz. Nochmal ganz kurz zu unseren Schaden. Wir haben ungebufft sind wir Damage per Second bei 4490. Jetzt unsere Main, also unsere zwei Main Buffs kommen von der Demolitionist Meisterschaft. Das ist einmal hier Flame Touched. Da sozusagen wir taufen unsere Waffe in Feuer. Und unser Vindictive Flame. Das gibt uns auch nochmal extrem viel Feuerschaden und Health-Regeneration ist auch cool und Total Speed, also dass wir ein bisschen schneller durch die Gegend laufen und so. Und eben dieses Flame Touched ist, finde ich, einer der besten Feuer-Buffs im Spiel. Da gibt es also wirklich krasse Feuerschaden. Wir haben hier plus 100% Feuerschaden. Da ein bisschen Lightning Damage und Burn Damage ist auch cool und Offense Ability. Also. Wir buffen uns jetzt mal kurz. Wie gesagt, wir haben 4490 ungebufft. Und mit den Buffs haben wir 6546 Schaden pro Sekunde. So, jetzt zeigen wir noch kurz mal auf dem Dummy. Unser Main Attack ist eben der Fire Strike. Das ist hier, Fire Strike. Nochmal, also Base Damage, Feuer und dann ein bisschen Prozent physischen Schaden. Dann haben wir hier so eine Erweiterung. Mit gibt uns nochmal Base-Schaden auf unsere, also auf den Main-Schaden, dann noch ein bisschen physischen Schaden und Brennschaden. Und hier haben wir wieder plus 22% Feuerschaden, der erhöht sich natürlich auch mit jedem Punkt, den wir investieren. Und wir haben eine 11%ige Chance, wenn wir einen Gegner treffen, dass wir ihn sozusagen, also so ein Knockback, dass wir ihn so zurückhauen. Dann wird er erstens mal seine Skills, die er, also die Gegner, die Skills, die er macht, werden unterbrochen. Und sie sind nicht mehr in unmittelbarer Nähe. So, jetzt zeige ich euch mal kurz Fire Strike. Hier, wir haben hier Crits von 1800. So, 1800 bis 1900 kritten wir hier.
Jetzt zeige ich euch mal das Conflagration. Ihr habt ja gesehen, wenn ich jetzt nur mit Firestrike angreife, wir verbrauchen kaum Energie. Also das können wir, das gleichen wir locker aus mit unserer Energieregeneration. Eben, jetzt zeige ich euch mal den Conflagration Skill. Der crittet auch ziemlich hoch. Aber eben, wie ihr seht, wir können das maximal 4, 5 Sekunden oder maximal 6 Sekunden machen, dann ist unsere Energie komplett aufgebraucht. Eben, es ist ein sehr mächtiger Skill vom Damage her, da er in kurzer Zeit wirklich viel Damage austeilt, aber es frisst unsere Energie runter. Das ist brutal. Den können wir zum Beispiel machen, wenn wir noch viel Energie übrig haben und der Hero oder der Boss nicht mehr viel Energie hat oder so, dann geht das dann ziemlich schnell. Eben, der macht immer so über 1000 Schaden, auch ungekrittet. Das ist schon ziemlich nice. Alles klar, ich glaube, das war's. Unsere Skills vielleicht noch. Eben, die Buffs habe ich schon erklärt. Flame Touched und Vindictive Flame. Unser Main Skill ist eben der Fire Strike. Und hier haben wir noch einen Canister Bomb. Das ist so ein, wenn so ein Mobhaufen zusammensteht, da haben wir einfach die Bombe rein. Ich zeige es nochmal kurz am Dummy. Eben, die hat, also man wirft so hat eine Bombe und die splittert dann auf in 5 kleine Bomben. Und das gibt einen schönen Flächenschaden. Eben, ihr habt den nochmal gesehen, schnell, der Dummy, der brennt. Eben, das ist der Burn-Schaden und den können wir, also dass dieser Burn-Schaden länger anhält und mehr Schaden verursacht. Okay, ich glaube, das war's mal vom Demolitionist. Hier beim Inquisitor haben wir eigentlich unser Word of Renewal. Das ist eigentlich so ein, wenn wir ziemlich schnell ziemlich viel Damage bekommen, dann das ist eigentlich sozusagen unser Health-Skill, können wir unsere Health. Er braucht zwar ziemlich lange, bis er sich wieder aufladet, aber mit dem Skill und die Health Potion sind wir eigentlich immer auf der sicheren Seite, dass wir immer eins auf Cooldown haben. Das können wir natürlich erhöhen, dass wir mehr Damage zu bekommen und mehr Defense Abilities und so ein Zeug. Und wie gesagt, diese Skills kann man dann nochmal mit weiteren Skills oder weiteren, also das kann man noch aufleveln und aufbauen mit weiteren, also hier, wenn wir das jetzt leveln, kommen wir noch reduzierte Freeze Duration, dass wir kürzer eingefroren sind, kürzer getrappt sind und sollte uns ein Gegner verschrecken, dass wir nichts mehr machen können und weglaufen, so ähnlich wie in Diablo, dass diese Duration auch verkürzt wird. Eben, dann haben wir noch diesen Deadly Aim, der aktiviert sich, wenn wir einen kritischen Treffer landen. Und das sind so, also Buffs sozusagen, das ist ein passiver Skill. Da bekommen wir einfach 50% Pierce-Schaden, 50% Elementarschaden, also wie gesagt unser Feuer und 15% Attack Speed. Und der Attack Speed ist natürlich immer cool bei unseren zwei Einhandwaffen. Das ist ungefähr dasselbe. Hat eine 20%ige Chance, sich zu aktivieren. Einfach wenn wir angreifen, dann bekommen wir dann nochmal für eine kurze Zeit einen Damage Boost. Und eben, wir sind noch nicht allzu weit. Wir sind jetzt Level 4, 45. Das sind 5 Level unter dem Legendary. Also ab Level 50 droppen Legendaries in Grimdawn. Da brauchen wir noch 5 Level. Und Level 50 ist auch, da sind wir genau bei der Hälfte des Level Caps. Also das Level Cap ist mit dem Addon von 85 auf 100 gestiegen. Und dann noch Devotion. Devotion-Punkte haben wir jetzt schon 22 von 55 freigeschalten. In dem Schwierigkeitsgrad, in dem wir sind, also auf Normal. Wollen wir den Map, wo wir sind. Also ohne dem Add-on gab es 28 Devotion-Punkte im normalen Schwierigkeitsgrad. Ich weiß jetzt nicht,
Wie viele Schreine dann noch mit dem Addon dazukommen. Aber ich denke schon einige. Dann sind wir wahrscheinlich schon über 30 Punkte und wir haben erst den ersten Schwierigkeitsgrad. Wir können mit 22 Punkten schon einiges anfangen. Ich bin hier ein bisschen auf Feuerschaden gegangen und ein bisschen Life Leech. Wir haben. Also, ich habe hier den Fiend freigeschalten. Der gibt uns Feuerschaden und Chaosschaden. Spirit. Chaosschaden. Nochmal Feuerschaden und Chaosschaden. Und das ist eben dieser passive Skill, den wir auf eine aktive Fähigkeit legen. Der hat eine 25%ige Chance, sich zu aktivieren. Dann hier den Ghoul. Das ist unser Life Leech. Wir haben hier Physik und Defense Ability, bisschen Prozent Health und Health Regeneration. Hier 4% Attack Damage converted to Health. Das ist immer nice und ein bisschen Health Regeneration in Prozent. Und hier unser Skill 100%, also der hat eine 100%ige Chance, wenn wir unter 45% Health landen. Dann wird 55% jeglichen Schadens, den wir austeilen, in Health-Punkte umgewandelt. Alles klar. Wir haben hier noch ein bisschen Feuerschaden. Physik, Defense und Elementarresistenzen. Und nochmal Elementar-Damage, also Feuer. Nochmal Prozent Elementarschaden und 2,5% Energieregeneration. Dann haben wir hier einfach nur ein bisschen Offense Abilities, Crit Damage und Offense Ability in Prozent und minus 10% Cunning Requirement for Range Weapons. Also wir brauchen jetzt 10% weniger Cunning, wenn wir eine Einhandwaffe anziehen wollen oder eine Zweihandwaffe. Das ist auch immer nice, dann müssen wir weniger Punkte in Cunning verteilen. Haben wir, glaube ich, hier noch den Magi. Der ist auch ziemlich nice für Feuerschaden. Wir bekommen 40% Feuerschaden und 50% Brennschaden. Dann haben wir Defense Ability und Elementarresistenz. 10% Defense Ability und 25% Feuerresistenz. Nochmal 45 bis 60 Feuerbasisschaden plus 40% Feuerschaden. Dann haben wir hier 171 Burn Damage über 3 Sekunden plus 50% Burn Damage und 30% Increased Duration. Also das ist ziemlich nice. Und eben, ich glaube, na, einen Punkt müssen wir hier noch verteilen. Oder zwei Punkte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir den unbedingt machen müssen. Aber ich denke schon. Aber dazu kommen wir dann später. Okay, das war mal die 22 Devotion Punkte. Und noch kurz zu den Resistenzen. Wir sind eben auf der Schwierigkeitsstufe normal. Hier gibt es noch keine Resistenzen, Penalties, also noch keine Strafen. Sobald wir jetzt zum Beispiel in den nächsten Schwierigkeitsgrad kommen, also episch, bekommen wir hier überall minus 25%. Also hier würde das nichts ausmachen. Wir haben hier 80%. Das ist das Maximum im Moment bei normal. Also insgesamt mit diesen 30%, die wir schon über ein Maximum sind, hätten wir 110%. Minus den 25. Also da sind wir immer noch relativ gut dabei. Da hätten wir dann 85%. Hier eben minus 25%. Da wären wir dann auf 49. Und eben es zählt dann überall minus 25% ab. Zum Beispiel hier, wenn wir hier zum Beispiel zu Bleeding gehen, da haben wir nur 24%. Dann hätten wir hier minus 1%. Und also wir können hier mit den Resistenzen auch ins Minus gehen. Das wäre absolut nicht gut, wie zum Beispiel hier Stun. Wir haben hier so und so schon 0% Stun-Resistenz, dann bekommen wir sogar noch weniger Stun-Resistenz. Aber im normalen Schwierigkeitsgrad sind die Resistenzen jetzt noch nicht so wichtig. Die kommen dann erst mit dem epischen Schwierigkeitsgrad und natürlich dann auf Ultimate. Da müssen wir dann wirklich darauf achten und wirklich unsere Items mit den Components abstimmen und auf dem Devotion Tree schauen, dass wir hier auch genug Resistenzen haben, weil das wird dann
In Episch und in Ultimate wird das dann richtig grausig, wenn wir nicht genug Resistenzen haben, dann sind wir meistens One-Shot und das ist nicht lustig. Alles klar, ich glaube, wir sind jetzt durch. Soweit, so gut. Alles klar, das war unser Level 45 Purifier. Zweihand Ganzlinger mit Hauptfokus auf Feuerschaden. Der Bild ist ziemlich OP, muss ich sagen. Also wir pflügen hier easy durch normal, auch auf Veteran. Und macht richtig viel Spaß. Wir werden den natürlich weiter hegen und pflegen. Ich freue mich dann schon richtig auf die Legendaries. Und alles klar, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke und bye bye.